Hallo und herzlich willkommen beim Landluftblog. Ich habe ein paar Parasole gefunden. Parasole sind sehr geschmackvolle, sehr große Pilze. Man kann jedoch zum Braten oder Backen nur die Hüte verwenden. Die Stiele sind sehr fasrig. Sie sind aber auch besonders geschmackvoll. Deshalb verwende ich sie als Gewürzpilze. Ich trockne sie und sie werden später zu kleinen Stückchen oder auch zu einer Art Pulver vermahlen. Hier habe ich den ersten Stiel schon vom Parasol gelöst. Der zweite kommt auch gleich. Ich kann auch die Hüte verwenden, falls ich einmal zu viele Pilze gefunden habe. Ich lege auch den Ring auf und zerteile die Stiele in kleine Stücke, damit sie möglichst schnell trocknen und sich kein Schimmelpilz einnisten kann. Die Stücke lege ich luftig und mit genügend Platz dazwischen auf das Gitter auf. Es gibt auch noch andere Gewürzpilze, die auch getrocknet werden können und auf ähnliche Weise verwendet werden können. Zum Beispiel der Knoblauchschwindling oder auch die Totentrompete. Sehr gewürzvoll für Suppen und Soßen. Hier liegen die Parasolstücke schon neben dem Ofen. Der Ofen ist zu dieser Jahreszeit bei uns sehr gut im Einsatz. Hier steht Wolle zum Färben, hier stehen Obststückchen für Früchtetee, hier steht Hopfen zum Trocknen und darunter ist auch noch etwas Früchtetee, Hagebutten sehe ich da, auch zum Trocknen. Nach spätestens 1 bis 2 Tagen sind die Parasolstücke gut getrocknet. Du siehst, ich habe hier doch noch einen Hut dazu gegeben. Ich zerreiße die Parasolstückchen jetzt einfach in ganz kleine Stücke. Du kannst sie auch in den Mörser geben und richtig durchmalen. Das Ergebnis ist dann ein Pulver. Ich mag es lieber, wenn ich später in der Suppe oder in Soßen wirklich noch kleine Stückchen von Pilzen finden kann. Das ist das Ergebnis. Die Stücke des Hutes ein bisschen größer. Viel Spaß beim Nachmachen! Wenn du Fragen hast oder eigene Erfahrungen mit Pilztrocknen gemacht hast, freue ich mich sehr über deine Kommentare.